Sohn, es gibt so vieles, das wir nachholen müssen. Ja, Vater. Oder vielleicht besser, Dad? Nenn mich allmächtiger Zeus, Gott des Himmels und des Donners, oberster Herrscher des Olymps und der Erde darunter. Okidoki. Wow, und mir sagt man nach, ich sei Egomane. Lässt sich hier nicht verleugnen. Wo zum Teufel hat er die beschissenen Medaillen? Ganz einfach. Er hat gesagt, dass er buchstäblich auf einem Haufen Gold schläft. Nach dem Krieg hat man mir eine Ehrenmedaille verliehen. Dann bin ich durch die Welt gereist und habe Tischtennis gespielt. Was für eine aufregende Reise dein Leben bisher gewesen ist. Und es ähnelt verstörend dem von Forrest Gump. Seltsamerweise hast du auch gar nicht die strahlend blauen Augen deiner Mutter. Mein Fehler. Vermutlich eine optische Täuschung. Ich wundere mich auch, wie es ihr gelungen ist, dir nicht ihre familiäre Veranlagung zu vererben. Einen Buckel. Haha, die olympischen Goldmedaillen. Was zum Teufel? Sohn, du bist das Ebenbild deiner Mutter. Da bin ich aber überglücklich, Daddy Zeus. Ich find's nur schade, dass sie so gelispelt hat. Oh, du verlogenes, mieses Stück Scheiße! Hast du wirklich gedacht, ich fall darauf rein? Wer schön. Für wen arbeitest du, Homunculus? Für Joker? Oh, nein, das darf er nicht. Warte, entmanne ihn nicht. Riddler! Nein, er ist dabei, sich zu sammeln. Das kann ich spüren. Oder Pinguin! Sag mir, für wen du arbeitest, Chamäleon, oder mit dem nächsten Schlag lasse ich dir die Lichter aus. Er arbeitet für mich, du öliger Wichser! Wenn das nicht die kleine Schnecke ist, mit der ich keinen Sex haben wollte, ich fürchte, du kommst leider zu spät. Oh, nein! Danke! Heiko. Schon gut, Sackgesicht, hör auf zu lispeln. Das würde ich ja gerne, aber ich habe mir auf die Zunge gebissen. Sagtest du nicht, keine Frau kriegt eine Gang aus Schurken zusammen? Meine Leute sind nicht nur schlimme Jungs, sondern zwei von der allerübelsten Sorte. Das nennst du eine Gang? Ein Zwerg und eine Schlammlawine? Ich gebe dir nur eine Chance, um der Welt zu sagen, dass man Harley Quinns Gang besser nicht verspottet. Oder was? Na gut, ich sag's. Ja, das weiß ich. Motivationstrainer und selbsternannter Superschurke Maxi Zeus wurde heute schwer verletzt aufgefunden. Oh, komm mit. Mr. Zeus, wie ist das passiert? Wer hat Ihnen das angetan? Ich kann Ihnen nur dringend raten. Harley Quinns Gang sollte man besser nicht verspotten. Klingt so, als würde Harley Quinn, Jokers ehemalige Freundin, jetzt endlich ihren eigenen Weg gehen. Leck mich fett, was für eine Scheiße, Harley. Du hast es geschafft, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Unfassbare 30 Jahre hat es gedauert, bis eine Frau wieder eine Schurkentruppe anführt. Damals versuchte sich die Queen of Fables durchzusetzen, wurde aber von der Justice League in der US-Steuerverordnung eingesperrt. Diese elenden Wichser! Ich will verdammt sein, wenn Harley das nicht durchzieht. Eins ist jedenfalls sicher, Jokers Ex könnte ihm schon in naher Zukunft das Wasser abgraben. Das war's.